Einen wunderschönen guten Morgen aus Kongsberg. Heute gibt es mal wieder so eine mehr oder weniger Radtour durch eine Stadt, die laut Reiseführer einiges zu bieten haben soll. Unter anderem Blumen, Enten und herrliche Wasserläufe. Aber da kommt man definitiv noch näher dran. Ich werde jetzt einmal hier kurz halten, um das Ganze mal so ein bisschen ranzuzoomen, damit man es auch richtig schön erkennt. Ist schon beeindruckend, oder? Da ist schon ordentlich Kraft hinter. Aber wie ich schon sagte, es gibt noch eine schönere Perspektive. Die habe ich gesehen, wo ich heute Morgen hier oben aus dem Wald gekommen bin, wo ich auch die Nacht verbracht habe und auf einem Weg tanken war, wo mir dann fast jemand ins Auto gefahren ist. Durch das Gehupe von mir hat er dann noch gemerkt, dass er nicht weiter rückwärts kann, aber der kam so schwungvoll. Wir haben dann beide uns bedankt, dass nichts passiert ist und das Thema war durch. So, aber jetzt wieder zu den schönen Dingen. Erstmal dort Richtung Wassersturz. Um dorthin zu kommen, fahre ich nochmal hier so einen kleinen Bogen an diesen alten Häusern vorbei. Und muss euch sagen, es ist echt frisch. 7 Grad. Und wo ich wach geworden bin, im Bulli waren noch 14 Grad. Also mit der ganzen Isolierung und so, das bringt schon was. Da konnte man noch gut bei schlafen. Weil bei 7 Grad wäre ich garantiert wach geworden. Schön, wenn diese alten Gebäude so wieder instand gesetzt werden. Auch wenn was Modernes drin ist. Wenn man dann hier so mehr Richtung Stadtmitte kommt, um zu der Brücke zu gelangen, wo dieser schöne Wasserlauf ist, kommt man an diesen herrlichen bepflanzten Beeten vorbei. Und da hinten sieht es aus wie so eine Art Fußgängerzone. Werde ich natürlich auch noch nutzen. Aber erstmal das Wasser. Und so sieht das Ganze auf der anderen Seite aus. Ich fahre mal Richtung Brückenmitte, dann wird es noch besser. Dann erkennt man hier auch so das ganze Umfeld besser. Und ich sage es schon wieder, wunderschön. Jetzt die andere Seite der Brücke, wobei ich jetzt leider Richtung Sonne filmen muss, das blendet immer so ein bisschen. Wie klasse das aussieht mit dem aufsteigenden Wasser da in dem Sonnenlicht. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Das ist auch schön. Hier ist so ein Fahrradständer und extra hier 2 Steckdosen für E-Bikes. Kostenlos natürlich. Und direkt daneben so eine Wartungsstation mit vernünftigem Werkzeug und wo man das Fahrrad mit dem Sattel richtig reinhängen kann. Feine Sache. Aber das nur so am Wegesrande. Letztendlich bin ich immer noch hier beim Wasser. Und ihr wisst, dass mich sowas immer fasziniert. Da könnte ich stundenlang erstmal stehen bleiben und gucken. Auch wenn dann hier solche Denkmäler sind, da halte ich nochmal Abstand, damit man das besser drauf kriegt. So sieht das Ganze dann aus. Das sind 3 Damen, so wie ich das erkenne. Aber geschrieben steht hier nichts, wo man irgendwie nachdeuten könnte, was es ist. Hat auf jeden Fall was mit dem Hintergrund. Und auch von dieser Seite noch einmal so einen kleinen Schwenk übers Wasser und der Stadt dahinter. In die Richtung, wo ihr die Kirche seht, geht es Richtung Museum und so eine Art Volkstheater, hatte ich ein Schild gesehen, Wanderherberge.
Also schon viel geboten in Kongsberg, so wie der erste Eindruck war. Ja, ansonsten kann man jetzt hier komplett rausfahren aus Kongsberg, immer entlang des Flusses. Tut mal ganz gut, heute so einen Tag entspannt auf dem Fahrrad zu beginnen. Auch wenn man so an sich über die Brücke fährt hier, mit den ganzen schönen Lampen, Schirmen auf den rechten und linken Seiten. Dazwischen sind immer so kleine wie Prägemünzen an den Säulen. Hat wirklich was hier. So, ich bin jetzt gerade die Straße hier hochgekommen, was ich toll finde. Der Radweg ist geteert. Die Straße an sich ist im alten Stil aus Kopfsteinpflaster gemacht. Und dann, wenn man hier hochkommt, ist direkt so ein kleiner Park, wo es zur Kongsbergkirche geht. Und hier ist ein Denkmal, ich nehme an, für Gefallene im Krieg, weil das von 1940 bis 1945 Till-Minne steht. Und das deutet ja schon darauf hin. Hier ist auch nochmal so eine Tafel. Ja, ist aus der Zeit des Krieges. Wenn man hier auf den Vorplatz der Kongsbergkirche kommt, hat man rundum auch so schöne alte Gemäuer hier. Da drüben eine kleine Bühne, davor ein Brunnen und dann hier den Blick auf die Kirche, die leider eingerüstet ist. Ist schon recht beeindruckend. Also so Ehrenmäler, Denkmäler, Gedenktafeln gibt es hier in Kongsberg reichlich. Die meisten sehr schlicht, aber doch elegant, finde ich. Das hat schon was. Und hier hört man wieder das Wassergetöse. Deswegen fahre ich mal gerade ans Ende dieses Parks, um hier auch noch mal einen Blick nach unten zu riskieren. Es blendet ein bisschen, aber es ist, glaube ich, ganz gut zu erkennen. In dem Gebäude ist die Kongsberger Kulturschule untergebracht. Was ich aber auch interessant fand, direkt daneben ist mehr oder weniger ein Riesenvogelhaus, wenn ihr das mal genau betrachtet. Dann erkennt man das sehr gut. Ich zoome mal so auf das Mittelfeld. Da erkennt man es sehr schön. Ganz viele einzelne Vogelnistkästen. Und überall hier in der Stadt diese kleinen Parks, die immer schön aufgebaut sind. So wie da unten auch schon wieder zu sehen. Und dann immer mit herrlichen Blumen. Und manchmal muss man aufpassen, da kommen versteckte Stufen. Deswegen mache ich gerade mal noch so einen Schwenk hier rüber zur Bibliothek. Dann natürlich ein sehr modernes Gebäude. Aber wenn man sich überlegt, dass das direkt gegenübersteht, aber so im direkten Vergleich, wenn man das hier sieht, passt es irgendwie. Ja, und diese Massivstammhäuser hier sind sowieso Weltklasse. Innovationsloft. Tja, und so geht's hier runter. Immer wieder vorbei an diesen kleinen schnuckligen Häusern hier. Hier wieder so eine schöne Kirche, ganz in Weiß, aber auch eingerüstet. Hier wird wieder ordentlich investiert, damit es auch schön bleibt. Es hat schon was. Hier nochmal dieses Gebäude, was ich vorhin von der Rückseite schon mal gezeigt habe.
wo ich dachte, da ist nur die Bibliothek drin. Ne? Nee, da ist unter anderem die Universität, das Musiktheater, Faxkolen, irgendeine Fachschule von Tinus Olsen und ein Kino drin. Also alles in einem doch schönen Gebäude untergebracht. Schaut mal hier entlang der Straße. Ist das nicht ein klasse Bild? Und hinter jeder Ecke eine weitere Schönheit. Selbst die Neubauten sind hier schön in diesem traditionellen Stil. Passt richtig gut. Und jetzt geht es hier ziemlich steil runter. Mal sehen, wohin. Natürlich in eine weitere herrliche Straße. Mit tollen Häuschen. Hier kann man auch mal mittig fahren. Ist ja nicht ganz so viel los hier. Schönes Städtchen, muss ich echt sagen. Diese schöne Säule, habe ich erst gedacht, das ist vielleicht eine alte öffentliche Toilette. Aber das ist so ein Transformationshäuschen oder Transformatorhäuschen. Schön verpackt. Ja, hier ein kleiner Spielplatz. Was aber nicht der Grund ist, warum ich angehalten habe. Sondern der ist hier vor euch zu sehen. Auch wieder herrlicher Blick auf den Fluss. Also hier mit den E-Autos, gerade dieser IONIQ 5 stand da hinten dran, von Hyundai, glaube ich. Wenn die angerollt kommen, man hört die echt nicht. Ich habe mich wieder erschrocken. Ja, und den Berg hier runter kommt eine schöne Brücke, wo ich definitiv nicht drüber fahren darf mit dem Bulli, weil nur 2 Meter Höhe bis 2 Tonnen und 2 Meter Breite. Passt alles nicht, macht aber nichts. Ich fahre jetzt hier mit dem Rad her, ist auch schön. Und zwar erstmal Richtung Wasser. Ach, da ist dieses E-Auto wieder, was vorhin so schreckhaft für mich war. Man hört den echt nicht, also null. Die anderen machen ja wenigstens so komische Geräusche, aber der überhaupt nicht. So, da vorne steht jetzt ein Schild. Fußgänger erlaubt, Radfahrer verboten. Ist das erste Mal, dass ich das hier sehe, glaube ich. Macht aber nichts, weil ich auch so hier einen herrlichen Blick habe. Einmal entlang des Wassers. Zu der schicken Brücke da drüben. Mit dem Rad fahre ich da gleich auf jeden Fall nochmal drüber, weil sich die 2 Meter Höhenbegrenzung erschließen sich mir irgendwie nicht. Der Rest ist klar, aber in der Höhe? Ja, jetzt geht's schön über die Brücke. Wie gesagt, ihr seht ja gerade, fährt gerade ein Bulli dran vorbei. Dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber die Traglast vielleicht schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das zwischendurch hört, die Brücke ist richtig am Knarzen. Man hört, wie die in diesen Halterungen hier arbeitet. Ist echt eine feine Sache. Aber der Blick hier runter, weil das Wasser so klar ist und man sogar die Felsen sieht, ist auch wunderschön. Hier ist so ein Rema 1000, geöffnet von 7 bis 23 Uhr. Da war ich jetzt schon zweimal so Kleinzeug einkaufen. Und muss sagen, das ist preislich okay. Es ist ein bisschen teurer als bei uns, aber definitiv alles machbar. Und ein gutes Sortimentsauswahl. Egal ob jetzt Süßkram oder so die alltäglichen Dinge, die man so zum Essen und Trinken braucht. Ja, und wie ihr seht, Innenstadt sehr modern. Aber top.
So, hier ist jetzt das Quality Hotel Grand und die Fußgängerzone, wie vorhin schon angesprochen. Es ist 9:15 und nicht wirklich viel los, wie ihr sehen könnt. Aber ich gehe trotzdem mal durch, weil auch so sieht es schon einladend aus. Und hier mit den Blumen, das ist doch echt schön gemacht. Ich hoffe, die Farben erkennt man. Oh, und das duftet. Herrlich. Ganz toller Duft hier, obwohl man gar nicht so nah dran muss. Oh, so einen Kompass hätte ich auch gerne. Aber ich glaube, erstens zu schwer und das fällt auf, wenn ich den unter den Arm nehme. Auch mal ein schöner Fahrradständer. Als Halterung kleine Fahrräder. Ja, ansonsten, das erste Stück hier dieser Fußgängerzone, ich weiß nicht, ob noch mehr kommt, ist so ungefähr 300 Meter lang, würde ich sagen. Ist schick und nett, aber doch recht kurz. Das gilt zwar hier wahrscheinlich nicht mehr als Fußgängerzone, weil es ja eine Straße ist, aber direkt weiterführend von der Fußgängerzone aus hier halt auch noch jede Menge Geschäfte und kleine Cafés. Auch weiterhin toll bepflanzt. Und auch in den Gassen ist immer mal wieder was Schickes zu sehen. Was mir besonders auffällt, der Norweger, immer ja, recht leger gekleidet und oft auch, wie drücke ich das vorsichtig aus? Naja, er sieht normal aus, aber die norwegischen Damen hier, egal welchen Alters, sind immer top zurechtgemacht. Egal ob es Kleidung ist oder Make-up, Haare, was auch immer. Also das sticht hier schon sehr ins Auge. Hier der Bahnhof, auch wieder ein bisschen bunter. Und hier riecht schon wieder so lecker. Von diesem Imbiss hier vorne. Indischer Imbiss. Ja, auch nochmal so ein schönes Gebäude, wo ich gerade noch nicht erkenne, was es ist. Ich bin jetzt ein bisschen außerhalb hier schon, ich würde sagen, fast Industriegebiet. Hier gibt es wohl auch Kindergärten noch zwischendurch. Und hier drüben dieses Gebäude ist die Kongsberg International School. Gefiel mir sehr gut aufgrund des Steines an der Fassade. Ja, hier endet jetzt dieses Industriegebiet. Hier ist noch irgendwie Kongsberg Automotive. Schickes Gebäude, aber muss ich nicht haben. Deswegen werde ich jetzt mal Richtung Kongsberg an sich zurückradeln. Ja, hier steht dann auch mal eben so eine Lokomotive in so einem Bahnwerk. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Von Greenland Rail. Das ist eine Scania-Lok. Bin jetzt hier in den hinteren Gassen unterwegs, wo es eher ja, kein Tourismus gibt. Und ich finde das oft viel authentischer als das, was man sonst so sieht. Hier auch wieder so ein weiteres Ehrenmal mit zwei Pferden drauf. Das finde ich klasse. Hier geht es zwar sehr steil runter, aber man hat immer noch die Option, sein Fahrrad mitzuschieben. Also runterschieben war super, vor allen Dingen in der Kulisse. Bin ja total begeistert. Deswegen zeige ich das wahrscheinlich auch zu oft.
der Stelle hat man mal den besten Eindruck davon, was für eine Kraft da runtergeschossen kommt. Alleine schon wegen diesem Anblick. Und auch sonst gab es ja das ein oder andere Schöne zu sehen. Macht's gut, euer Markus.